Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch mal was ganz anderes machen. Und zwar habe ich bei meinen Surfereien auf YouTube eine Challenge gesehen mit einem Hula-Hoop-Reifen. Ich habe meinen Hula-Hoop-Reifen in Holland kennengelernt, da war ich auf so einem Surfer-Festival und da standen die alle und haben gehupt, nennt sich das. Und damals habe ich mir den bestellt. Der war relativ billig, die kann man bei Amazon zwischen 20 und 30 Euro kriegen. Jeder kann Hula Hoop. Das ist, je mehr Durchmesser ein Reifen hat und ein bisschen mehr Gewicht, desto besser hält er sich in der Mitte und ihr könnt das auf jeden Fall. Ich möchte mit euch heute eine Challenge starten. In diesem YouTube-Video, was ich gesehen habe, da haben die, ich zeige es mal ganz kurz, ihren Bauchumfang reduziert. Ja? Darum geht es mir heute eigentlich weniger, weil ich bin ja Physiotherapeutin, es geht vor allem um Gesundheit, aber ich zeige es euch. Da misst man einmal in der Taille, ja? Und einmal da am Unterbauch um die Hüften. Ja? Das könnt ihr euch dann beim ersten Mal ausmessen und aufschreiben. Und dann machen wir eine Woche lang jeden Tag 10 Minuten. Ich mache allerdings jetzt nicht jeden Tag 10 Minuten mit euch Hula Hoop, weil es ist total langweilig dazu zu gucken. Das müsstet ihr dann selber machen. Und dann kontrollieren wir nach einer Woche die Umfänge, ob es besser geworden ist oder nicht. Und das machen wir mal 3-4 Wochen lang. Ja? Mir persönlich geht es nicht so sehr um die Umfänge. Mir geht es um die Bauchmuskulatur, um die Koordination, weil ihr müsst euer Becken bewegen in verschiedene Richtungen. Ich zeige euch auch, wie verschiedene Bauchmuskelfasern angesprochen werden jetzt gleich, ja, mit verschiedenen Beinstellungen, dass ihr da immer verschiedene Bauchmuskeln und auch Beinpositionen habt und Gleichgewicht ist auch mit drin. Ja. Ich würde es nur nicht machen bei akuten Bandscheibenvorfällen. Ja. Sogar bei Gleitwirbel würde ich es machen, weil da müsst ihr euch hier fixieren und dann vom Becken her drehen und von oben drüber drehen. Insofern ist das nicht das Schlechteste für Gleitwirbel. Und wenn man Muskulatur aufbaut, kann man mit Muskeln Fett verbrennen und dadurch kann das Ganze auch, kann man auch vielleicht etwas Gewicht verlieren. Insofern macht es auch die Form vielleicht schön, aber es geht mir vornehmlich um die Gesundheit, um die Beckenkoordination und um den Bauchaufbau von Muskelkoordination und Kraft. Einmal rundum um unseren Nierengurt, Rückenmuskel, Bauchmuskel, Muskulatur. Nach 8 und 1, eine Sache fällt mir noch ein, wenn ihr euch so einen Hula-Hoop-Reifen bestellen solltet, es gibt so welche, die haben so Noppen innen drin. Die würde ich nicht nehmen, weil die tun häufig weh. Glatt reicht da völlig aus. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal an. 10 Minuten, ja, ich zeige euch ein paar Techniken und dann würde ich mich freuen, wenn ich von euch eine Resonanz bekomme, wie es geklappt hat. Ja? Ob ihr was am Bauchumfängen vermindern könntet. Es ist nicht so schweineanstrengend, dass man total schwitzt in 10 Minuten. Man kann sich dafür schöne Musik anmachen, kann man immer mal aufbringen, das durchzuziehen. In diesem Sinne starten wir mal. Ja, rücke ich mir nochmal alles schön zurecht. Gut. Gut. Ich fange, mache 5 Minuten in eine Richtung und dann 5 Minuten in die andere Richtung. Damit will ich immer nur einseitig trainieren. Ja? Also, wir fangen mal an. Meine Beine, meine Füße sind hüftbreit auseinander. Meine Arme sind da erstmal nicht mit drin. Und ich bewege mein Becken. Mein Bauchnabel ist nach innen gezogen, meine Taillen sind lang. Und ich kreise mein Becken. Ja? Ihr könnt die Arme auch ausstrecken. Man kann auch Armmuster machen, dass wenn man sich besser, wenn man es geübter ist, kann man da auch mehr mitmachen. Man kann auch dann die Arme mal rein und rausstecken. Das ist alles nicht unbedingt jetzt erstmal nötig für den Anfang. Gut, erstmal parallele Füße, schulterbreit und kreisen und reinkommen. Das ist das Wichtigste erstmal. Und dann kann man mal breiter werden. Und dann merkt ihr, ihr braucht mehr Beckenaktivität. Ja? Und man kann auch mal die Füße enger zusammenstellen.
Da braucht man weniger Beckenaktivität, dafür mehr Muskelspannung in den Bauchmuskeln. Ihr könnt die Hände auch hinter die Ohren machen. Ja. Dann kann man mal in Schrittstellung gehen mit dem einen Fuß vor. Und man kommt dann doch ein bisschen außer Atem. Jetzt geht das Ganze ein bisschen bei Vor-Rück, Gewichtsverlagerung. Man kann auch mal die Füße wieder zusammen machen und der Fuß, der eben vorne stand, kann nach hinten kommen. Ja? Und dann habt ihr auf der anderen Seite Gewichtsverlagerung. Streckt eure Brust raus, macht den Bauch lang, Schulter tief. Ihr könnt auch hier wieder mit den Armen mal spielen. Da kann ich nicht in die Kamera mal gucken. Gut. Ich nehme die Hände wieder hinter die Ohren. Dann kann ich auch mich selber mal drehen. Ja? Also man kann eine Menge Späßchen da machen. Und wenn er mal runterplumpst, macht ihr einfach hinterher weiter. Ja? Kein Problem. Streckt euch. Und dann kann man mal so ein bisschen Füße zusammen in die Knie gehen. Ja. Und dann geht man wieder auseinander in die Grätsche. Immer die Fußstellung mal ändern. Ihr könnt auch euren Oberkörper mal so ein bisschen nach vorne nehmen. Ja. Oder nach hinten. Und da seht ihr, das wird dann schwieriger. Da muss man zusehen, dass man den Reifen in der Mitte hält. Ja. Und dann könnt ihr auch mal euch auf ein Bein, hier jetzt habe ich auf diesem Bein das Gewicht und dann wechsle ich auf das andere Bein und so gehen, jetzt haben wir schon glaube ich 4 Minuten rum, so gehen 10 Minuten relativ flott vorbei. Man kann auch mal die Arme strecken. Und wieder die Füße enger zusammen, dass ihr wieder ein bisschen mehr Beckenaktivität, Unterbauchaktivität mit reinbringt. Ja? Und mal die Arme tauschen und dabei nach vorne gucken, nicht nach unten, so wie ich. Ne? Gut. Und dann bringen wir mal das andere Bein nach vorne. Ne? Und wieder mehr Grätsche, dann stellt ihr euch mal auf das andere Bein und bewegt, haltet euch lang in der Taille, im Rücken und im Bauch. Lasst den Po möglichst locker, dass wirklich eure Bauchmuskeln das machen und ihr nicht aus zusammengekniffenen Po-Backen arbeitet. Ja? Dann kann man auch mal aus einem breiten Schritt auf einer Linie stehen. Ja. Das ist mehr für die Hirnkoordination dann. Und man kann tatsächlich auch mal einen Fuß hinter dem anderen kreuzen. Ja. Bringt die Füße über Kreuz. Sehr gut. Jetzt haben wir unsere 5 Minuten schon rum. Andere Seite auch nochmal überkreuzen. Erstmal auf einer Linie. Das gleiche machen wir auch gleich nochmal in die andere Richtung. Ja? Und überkreuz. Sehr gut. Und dann komme ich wieder zur Mitte. Enge Füße. Zieh nochmal meinen Bauchnabel ein bisschen ein, versuche mich noch mal im Brustkorb ein bisschen zu strecken und dann lasse ich mal los, Schulter mal kurz lockern, bewegen und dann starten wir gleich die andere Seite, damit wir nicht so lange Pause haben. Und da müsst ihr jetzt euch auch erstmal eingrooven wieder, versucht die Schultern zurückzunehmen. Ja, ihr könnt auch mal in U-Halte gehen oder vorne halten. Füße hüftbreit. Ja?
Also man kann mit den Armen genauso was machen wie mit den Beinen, auch wenn kein Gewicht drauf ist. Mal Butterfly zum Beispiel. Ja. Haltet eure Bauchmuskeln lang und fest. Und ihr merkt vielleicht auch, Arme lang, vor, auf. Ihr merkt vielleicht auch, dass sich eine Seite anders anfühlt als die andere. Ja. Dann machen wir die Füße auch hier nochmal wieder enger zusammen. Ihr könnt auch mehr über den Unterbauch kullern und mal mehr in der Taille. Hauptsache, das Ding fällt nicht runter. Oberkörper mal vorbringen. Und mal drehen. Mein Po ist relativ locker. Ich habe auch extra so eine lockere Hose angezogen. Ja. Geht in die Grätsche. Geht ruhig ein bisschen in die Knie. Haltet euren Bauch lang und fest. Und kreist. Streckt die Arme. Und versucht mal, oft macht man das über die Taille. Versucht mal mehr vorne, hinten zu aktivieren, vorrück. Ja. Und Arme wieder seit, Füße zusammen. Gehe ich mal in Schrittstellung, einen Fuß vor. Ja, da könnt ihr ganz viel spielen. Und die 10 Minuten sind schon fast um jetzt. Ihr könnt euch auch dann immer dieses Video abspielen. 10 Minuten lang. Und in einer Woche machen wir dann mal so ein eine Messkontrolle. Da müsst ihr es aber auch wirklich kontinuierlich jeden Tag 10 Minuten gemacht haben. Wie gesagt, das geht relativ schnell. Mal auf einem Bein. Dann müsst ihr mehr mit dem Oberkörper arbeiten. Mehr auf dem anderen Bein. Denkt dran, ihr habt das schon alles gemacht, aber für die andere Seite. Und es sind immer andere Aktivitäten in den Muskelfasern, wenn wir die Richtung ändern. Wichtig ist die Hirnarbeit. Da der Reifen um uns rumkullert, ist es auch ein gutes Training für die Verbindung der beiden Hirnhälften. Jetzt gehe ich nochmal auf eine Linie. Jetzt habe ich hier mehr Bauchaktivität wieder, Becken vor, rück. Der will gern runterfallen. Na, also die Seite ist bei mir deutlich schlechter koordiniert. Gut, mal über Kreuz. Versucht euren Oberkörper nicht wegzudrehen, sondern nach vorne zeigen zu lassen. Und ihr seht, ich kann nicht nonstop in die Kamera gucken, weil ich mir so einen anderen Punkt fixiere. Jetzt komme ich wieder parallel, stelle mich andersrum in Schrittstellung. Anderen Fuß vor. Ja. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, nur so ungefähr. 10 Minuten sind eigentlich schon rum. Wir machen es jetzt mal eben fertig. Nochmal über Kreuz. Zack. Ja. Arme hoch, wer möchte. Mehr Bauch kreisen. Andere Arm hoch. Parallel stehen. Eng stehen. Ja. Ihr könnt auch mal die Füße ganz eng zusammen machen und mehr aus den Füßen kreisen. Dann fällt er leichter runter. Arme wieder raus. Und wir machen jetzt noch mal ein paar trockene hier. Und Pause. Ihr habt 10 Minuten gut durchgehalten. Versucht es jeden Tag zu machen. Schafft euch so einen Reifen und dann gucken wir uns mal die Bauchkraft an und die Koordination. Ich mache nochmal ein Video, wo ich euch zeige, wie wir die Bauchkraft kontrollieren können. Es
könnt ihr nicht nach einmal Training messen, aber man kann gucken, ob man nach einer Woche zum Beispiel besser in der Plank halten kann. Ob ihr mehr Crunches schafft, wenn ihr da so ein Freund von seid. Ja? Solche Dinge kann man überprüfen. Seitstütz kann man auch überprüfen. Das machen wir nochmal separat. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, mir eine Nachricht schickt, ob es klappt, ob ihr Erfolge seht und überhaupt Spaß dran habt. Mir macht es Spaß, jetzt sind 10 Minuten um, mir ist warm, ich habe das gut bewegt, meine Bauchmuskeln, meine Körpermitte, von da kommt alles. Körpermitte hat auch Einfluss auf unsere Beckenstruktur, unsere Beweglichkeit. Deswegen sagte ich Po locker lassen, auf unsere Beinachse und unseren Schultergürtel, ja, unsere Kopfbeweglichkeit. Wenn die Mitte stimmt, müssen wir nicht mehr so rumlaufen. Ja? In diesem Sinne, seid fleißig, macht mit, habt Spaß und ich hoffe, wir sehen uns. Dankeschön.